ein sehr spannendes Projekt. Im Umfeld einer Serie wie der DTM, wo ja auch immer Action angesagt ist, so eine Action-Produktion wie Alarm für Cobra 11 zu platzieren. Und ich glaube auch, dass beide Seiten willens sind, gemeinsam was Besonderes zu schaffen. Der Nürburgring ist eine Traditionsrennstrecke, die sehr viel erlebt hat. Hier ist unser erster Silberpfeil an den Start gegangen. Und der Nürburgring ist garantiert eine Kultstätte für jeden Automobilsportfan. Ja, das Gefühl bei den Dreharbeiten von Cobra 11 dabei zu sein, ist schon was Besonderes auf jeden Fall. Also es ist eine neue Erfahrung, es ist spannend, einfach so zu erleben und zu sehen, wie das in einer anderen Welt, also sprich der Filmwelt, so von sich geht. Zu sehen, wie die Kameraaufnahmen die Fahraufnahmen gemacht haben, ist natürlich eine sehr spannende Sache und hat viel Spaß gemacht. Ja, das DTM AMG Mercedes C-Coupé ist letztendlich der schnellste Rundwagen der Welt. Und das macht auch die Faszination der DTM aus. So was wie heute habe ich noch nicht erlebt. Also richtig so mit DTM-Autos hier rumfahren, das macht schon Spaß. Wir hätten so gerne selber fahren, aber heute, ich habe schon gefragt, wo ist der Schlüssel, dann sagten sie, den kriegst du nicht. Und dachte, schade. Ich habe ihn gekriegt. Du hast Also es wird jetzt natürlich immer total cool aussehen, wenn wir mit unserem Wagen hier in die Kurven gehen und das Rennen fahren, aber es sind leider alles nicht wir. Es sind alles unsere super, super, super tollen Stunt-Jungs. Das war natürlich ein Riesen-Support, ne? Also allein so eine AMG Black Series zu crashen. Die haben wir ja komplett irgendwie mit einer Kanone weggeschossen. Die hat sich, glaube ich, im Film 8-mal überschlagen. Das tut einem auch schon so ein bisschen weh. Und bitte? Nach diesem anstrengenden, erlebnisreichen Wochenende jetzt hier auf dem Nürburgring ist es natürlich mal was ganz anderes, jetzt in diese Dreharbeiten mit eingebunden zu werden. Und wir und das ganze Team von Alarm für Cobra 11 haben sich schon sehr viel Mühe fürs Detail genommen. Und ich denke, da wird was Gutes bei rumkommen. Ich freue mich natürlich total. Cobra 11 kenne ich ja eigentlich nur aus dem Fernsehen und gucke ich natürlich auch gerne. Und als der Anruf kam, ob ich mir vorstellen könnte, so eine kleine Rolle zu spielen, habe ich mich mega gefreut. Und für mich ist es ja jetzt gar nicht so eine große schauspielerische Herausforderung, weil ich spiele ja im Grunde mich selber. Ich spiele ja eine Reporterin. Wir wurden ja hier von der DTM sehr unterstützt. Ich glaube, da können wir uns in vielerlei Hinsicht ergänzen und packen uns spannende Szenen liefern. Dass die uns mit ihren Fahrern unterstützt haben, dass wir nochmal mit unserem Kamcast auf die Strecke durften und da wirklich irgendwie auf die Kacke hauen konnten, das war schon toll. Ich bin schon auf jeden Fall einen Tag, wo ich ein Lächeln nach Hause gehe.